Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe gerade geduscht, meine Haare müssen ein bisschen trocknen und jetzt möchte ich mich hübsch machen für mein Video. Und ich habe gedacht, das filme ich mal mit. Vielleicht ist das interessant für euch. Ich habe nämlich Drogerieprodukte und manchmal hat man ja so das eine oder andere zu Hause oder möchte sich das eine oder andere vielleicht noch kaufen. Und deswegen habe ich gedacht, ich filme das mal mit, quatsch ein bisschen mit euch. Und ja, weil oft kommen auch die Fragen, das ist oft so, und dann vergesse ich das immer. Einige gucken ja nicht meine Videos, die so aktuell sind, sondern man guckt ja auch manchmal ältere Videos, wenn ihr das Thema gerade interessiert. Und dann werde ich manchmal gefragt, welchen Lippenstift hast du benutzt, welches Augenprodukt hast du benutzt? Und ich kann mich immer nach Monaten nicht mehr daran erinnern. Ich habe mir ja mal vorgenommen, das einfach aufzuschreiben, also das in die Videobeschreibung zu schreiben, aber irgendwie mache ich das nicht. Ich vergesse das jedes Mal. Und deswegen kam jetzt die Idee, dass ich einfach gedacht habe, ach, vielleicht fragt ihr ja diesmal auch. Diesmal fragt bestimmt keiner. Nein, aber ich werde mir ganz viel Mühe geben, dass es gut aussieht und dass ich gefragt werde. Ja, ich habe als Basis, ihr seht schon, ich sehe schon so richtig schön frisch aus. Das ist nicht die Dusche gewesen, sondern, wo ist denn jetzt die Creme? Da ist sie. Das ist Tatsache von Asam, die Glow-Creme. Wenn man die aufmacht, dann sieht die so aus und wenn man die aufträgt, dann ist die einfach toll. Und ich benutze sie sehr, sehr gerne für den Alltag. Könnt ihr den Unterschied so ein bisschen erkennen hier? Also, da sieht man ihn jedenfalls. Also richtig schön, man hat richtig schön so einen frische Kick, so ein bisschen also Glanz im Gesicht, aber in einem mehr so wie Highlighter, dass man schon so ein bisschen wirklich glowt. Also es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Highlighter überall. Das mag ich sehr. Jetzt aber kommt eine Foundation, die ich sehr, sehr liebe, aber die schön deckend ist und ich glaube, sie ist auch sehr matt. HD Liquid Coverage. Matt macht sie. Was steht denn hier noch drauf? Ich kann das kaum lesen ohne Brille. Wasser- und Sweetproof und mit Niacinamide. Also ein Produkt, was es auf jeden Fall noch gibt. Und von der war ich mal so überrascht. Das ist mit einer der richtig guten Foundations. In der Drogerie werdet ihr gleich sehen, wie schön die aussieht. Ich mag die total gerne. Ich glaube, sie war sehr hell, aber ich werde mal schauen. Das ist die Farbe. Moment. Light Beige, naja, vielleicht geht das. Das ist die 010, also 10. Man hätte auch 10 sagen können. Ja, bei der ist immer, ich finde sie hässlich, ne, weil sie halt mit so einer Pipette, ich mag das gar nicht, ich mag das gar nicht. Da gibt es dann immer die Möglichkeit, entweder auf den Schwamm oder auf die Hand oder so. Ich mache es jetzt mal auf die Hand, aber dann nehme ich es nachher auf den Schwamm. Ich will euch nur mal die Konsistenz zeigen. Die ist nämlich richtig schön flüssig, wird aber nachher matt auf dem Gesicht. Na, schaut euch das mal an. Ich mache das immer so und dann tupfe ich die einfach hier so rauf, weil mit der anders finde ich das irgendwie doof, so mit einem Pinsel oder so. Also bei so flüssigen Foundations mache ich ganz gerne so. Ich mache mal eine Hälfte und dann könnt ihr mal schauen, wie gut die deckend ist und wie die so aussieht. Und ich gucke mal, ob die Farbe überhaupt. Ich glaube, die ist zu hell. Aber wenn sie zu hell ist, kann man mit Bronzer immer noch ganz gut nacharbeiten. Lieber zu hell als zu dunkel. Ich glaube, das geht noch, weil die so ein bisschen ins Gelbe geht, finde ich jedenfalls. Oder kommt man das nur so vor? So. So doll deckend ist sie. Sie kriecht nicht in die Falten. Sie macht ein richtig schönes Hautbild. Und ich war wirklich mega überrascht, weil so das Aussehen, ne? Sie ist ja nicht hübsch, ne? Also hübsch ist sie nicht. Und sie ist auch nicht ansprechend, finde ich. Es ist zwar eine Glasflasche, aber das Einzige, was hier verlockend ist, ist Catrice und Niacinamide. Ansonsten hätte ich die nie getestet. Das war ein Zufall. Und zwar eine Freundin von meiner Tochter hat diese Foundation und ich. Und sie meinte wohl, sie kauft die immer wieder nach und findet die richtig toll. Und ich dann so, die? Ah. So kann man sich manchmal täuschen. Ja, also ihr seht, so sieht das aus. Und jetzt mache ich noch die andere Seite.
von Reva Loves Me. Lieblingshighlighter ist der hellste und der deckt einfach gut ab. Und der hält den ganzen Tag. Der ist wie die Foundation. Also die Foundation hält auch einfach den ganzen Tag. Und das ist einfach ein tolles Produkt. Ich liebe das. Also ganz, ganz toller Concealer, den ich auch weiterempfehlen würde auf jeden Fall. Ist immer ein bisschen schwierig mit den Fingern. Ich mag das nicht mit den Fingern. Ich mag lieber mit dem Pinsel. Aber ich habe auch kurze Fingernägel. Das ist das Gute. Guck mal, den kann ich mir sogar unter die Augen auftragen. Passiert nichts. Aber ich mache es natürlich dann auch mit einem feuchten Beauty-Schwamm aufs Auge. So. Und das ist der Unterschied. Als Bronzer, jetzt habe ich ja so ein bisschen, ich habe gerade die Augen ein bisschen abgepudert, aber ich habe jetzt keinen Puder extra rausgeholt, sondern hier war noch ein kleiner Rest drin und den habe ich dann einfach hier so aufgestopft. Ich brauche für die Catrice Foundation keinen Puder. Also ihr seht ja, das ist schön abgemattet, da brauche ich nichts. Also das ist wirklich eine tolle Foundation, man täuscht sich da wirklich. Also könnt ihr gerne mal testen. Ja, als Bronzer nehme ich einen alten Kollegen, den habe ich hier schon ganz lange rumliegen. City Bronzer von Maybelline und die Farbe ist Medium Warm 250. Ich nehme eigentlich jetzt für beide Sachen einen Stippling Brush. Der Stippling Brush, der hat so weiße Spitzen, ist ein Pinsel von Make-up Coach. Ich habe aber auch einen von Rossmann, der ist auch toll. Der ist nur gerade schmutzig. So, und das mache ich mir jetzt einfach hier rauf. Ganz, ganz toller Bronzer. Ganz, ganz, ganz toll. Genauso toll wie der von Catrice. Liebe ich über alles. Und den mache ich mir jetzt hier auch so richtig schön großzügig, tupfend, kreisend. Links, rechts, geradeaus, auf die Nase so ein bisschen und auch hier oben ein bisschen das Kinn und die Nase und dass man einfach so ein bisschen frisch aussieht. Also der ist toll. Guck mal, ihr seht ja, ich mache und mache, also immer wieder gehe ich hier rein, ganz vorsichtig. Mit einem Stippling Brush ist man erstens immer auf der sicheren Seite und zweitens habe ich mir eine Bronzerfarbe ausgesucht, die einfach bisschen zurückhaltend ist, nicht ganz so dunkel, ne? Dann macht man nichts falsch. Das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, lieber einen Ton heller zu nehmen. Guck mal, ihr seht ja, den kann man ruhig so ein bisschen aufbauen, immer mal wieder rein. Man ist nicht gleich so total dunkelbraun und weiß dann nicht wohin, dann hat man wieder ein Problem. Und wenn mir das passiert, wenn ich nicht, passiert mir natürlich andauernd, dass ich irgendwie viel zu viel im Gesicht habe, dann nehme ich immer. Meistens habe ich noch einen Foundation-Pinsel, der ist jetzt hier von gestern. Aber man kann mit dem Foundation-Pinsel nochmal rüber und man kann auch nochmal mit dem Schwämmchen so ein bisschen rüber. Nur tupfen, das ist in Ordnung. Aber mit einem Pinsel geht es natürlich besser, weil da immer noch so ein bisschen Foundation drauf ist. Mache ich ganz oft. Mache ich die Kamera aus und Spaß. Ihr wisst ja, ich stehe zu meinen Fehlern. So. Reicht das? Ja, ne? Soll ja noch natürlich sein. Also sehr, sehr schöner Bronzer, den ich immer wieder gerne benutze. Dann habe ich mir schon, hier fällt alles um, dann habe ich mir schon ein Catrice Highlighter rausgesucht. Blush kommt auch gleich noch. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden, was ich nehme. Das mache ich jetzt erstmal, um darüber nachzudenken. Lenke ich ein bisschen ab mit Highlighter. Kennt ihr den schon? Beyond Golden Glow 030. Das ist der einzigste Drogerie-Highlighter, den ich glaube ich habe. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel. Ich habe noch einen von Essence, der Dinosaurier, benutze ich auch ständig. Der ist auch hier an meinem unmittelbaren Arbeitsplatz. Also den mag ich total gerne. Aber jetzt, wo ich mir den geholt habe, nehme ich den auch öfter mal. Ich finde Highlighter immer schöner, ne? Ich nicht nur die Nase, sondern hier mache ich es irgendwie jetzt auch immer öfter. Zu Anfang mochte ich das gar nicht. Da habe ich immer gesagt, ah, das unterstreicht die Falten. Ja, weiß ich nicht. Ich versuche immer hier unter zu bleiben. Ich mache dann immer so, dann sehe ich hier die Blume. Und ich versuche dann immer hier unter zu bleiben, damit ich die Blume nicht so zum Vorschein bringe. So, jetzt muss ich mir ein Rouge überlegen. Das ist der Blush Nummer 30, Nummer 90. Benutze ich ja ganz oft. Und das ist die Farbe 30 und die ist auch richtig hübsch. Und die zeige ich euch jetzt mal. Dann nehme ich den gleichen Pinsel wie für den Bronzer. Oh, ups, aufpassen. Und dann werde ich hier vorne mir ein bisschen Frische ins Gesicht zaubern. Und den hatte ich neulich schon mal wieder mal in der Hand. Der ist ja schon echt etwas älter. Aber ich dachte so, Mensch, wieso nimmst du eigentlich immer nur die 90? Die 90 ist auch super schön, aber die 30,
Die ist auch richtig toll. Und jetzt könnt ihr mal schauen, wie die 30 aussieht. Schöner, frischer Ton. Ich habe auch so ein bisschen die Nase mit angepinselt. So, jetzt habe ich eine Palette in der Hand und da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Also, BH Cosmetics. Eine Zeit lang dachte ich, ups, die gibt es nicht mehr. Da dachte ich, die haben jetzt Konkurs angemeldet, aber jetzt sind sie wohl wieder da. Keine Ahnung, ob sie aufgekauft wurden oder was mit der Firma passiert ist, aber es scheint sie noch zu geben. Es gibt, oh, abgerutscht. Putsch. Es gibt BH Cosmetics, gibt es bei Pirsch. Wenn ihr da mal irgendwie Interesse habt oder vielleicht auch bei eurem DM oder so, BH Cosmetics habe ich früher so gerne benutzt und jetzt ganz lange nicht mehr. Und heute habe ich gedacht, irgendwie sprechen mich die Farben an. Wahrscheinlich brauche ich ein bisschen Frühling. Nein, ich bleibe ganz gediegen. Ich werde mich überwiegend hier unten aufhalten. Warum ich die Palette jetzt genommen habe, weiß ich auch nicht, aber ich habe irgendwie gedacht, dass diese beiden Töne mich ganz besonders heute ansprechen. Wir Frauen sind ja komisch. Ich will ja eigentlich mehr so ein zurückhaltendes Make-up haben, aber jetzt guck doch mal, wo ich jetzt gerade gedacht habe, ich fange mit der Farbe an, wie die sich ähnlich sehen, ne? Die beiden Töne. Das ist echt komisch. Also ihr könnt euch auf euer Bauchgefühl ruhig verlassen. So, ich fange jetzt mal an, völlig untypisch für mich, aber mit so einem puscheligen Pinsel. Das ist auch einer vom Make-up-Coach. Der ist eigentlich für großes Kino gedacht. Aber ich mache ja so oft Rouge und ich wollte gerade mit Rouge anfangen und dachte so, guck erst mal in die Palette und da habe ich dann den Ton entdeckt. Dachte ich, dann kannst du auch damit anfangen, ob du jetzt nur deinen Rouge nimmst oder schon mal Lidschatten. So. Das soll einfach nur so ein bisschen Frische ins sein, dass ich vergessen habe, meine Augenbrauen zu machen. Lalala. Ja, fällt mir gerade auf, wo ich den Vergrößerungsspiegel in der Hand halte. Okay, dann mache ich jetzt nochmal schnell meine Augenbrauen. Ja, ich habe nicht viel Auswahl. Ich muss eigentlich auch noch mal in die Drogerie, aber ich werde heute mal den Maybelline benutzen. Und zwar Brow Ultra Slim. Und die Farbe ist Mittelbraun. Den benutze ich unheimlich gerne. Der ist nämlich ganz, ganz fein. Aber kennt ihr Benefit Augenbrauenprodukte? Benutze ich fast nie, habe ich aber hier stehen, weil ich nämlich die falsche Farbe gekauft habe. Und den ich habe, das ist, glaube ich, die Nummer 3 und viel zu rötlich, mag ich überhaupt nicht. Denke mal, hast du schon mal Benefit hier stehen, hast die falsche Farbe. Das ist ärgerlich. So, und der hier ist von der Art her ähnlich, weil der so fest ist. Der ist ganz fein, aber so fest und so toll, dass man damit so toll kleine Härchen nachmalen kann. Normalerweise nehme ich ja lieber Pens. Das sind so diese ganz feinen da von Nabla, der, ne? Oh, den liebe ich am meisten. Aber ich muss ja auch mal andere Sachen benutzen. Und wenn ich jetzt, ich habe heute noch in der Drogerie geschaut, ob ich da irgendwie was finde. Naja. Das habe ich euch ja jetzt bestimmt schon in meinem Rossmann DM Haul gezeigt, was ich mir da ausgesucht habe. Ich schmink mich ja jetzt praktisch für dieses Video, zeigt das aber erst später. Ja. So. Was hier gut ist, ist ja diese kleine Bürste hier am Ende ist. Da ist eigentlich auch ein Deckel drauf. Der liegt hier bestimmt irgendwo rum. So. Fertig. Ganz schnell, ganz einfach. So wie das halt manchmal sein muss im Alltag. Jetzt nehme ich mir einen Lidschattenpinsel und gehe in den braunen Ton. Und dann mache ich ihn hier außen ein bisschen und in die Lidfalte und gehe auch schon so ein bisschen hoch, sodass, wenn ich die Augen öffne, dass ich dann so zwei Farben sehe. Und hier ein bisschen rüber. So, und jetzt möchte ich nur noch eins, und zwar diese beiden Farben auf meinem Auge haben. Ich fange mal mit dem etwas dunkleren an. Boah, ist das eine schöne Farbe. Boah, ich liebe diesen Ton, ich liebe diesen Ton. Und dann gehe ich mit dem gleichen Finger hier in die Mitte. Ganz schnell und ganz einfach.
schönes Alltagsschminki. Ich gehe mit dem Braunton noch mal mit so einem schmaleren, länglicheren Pinsel einfach noch mal in die Lidfalte, damit ich hier schon so eine klare Grenze habe, ne? Ich gehe jetzt noch mal in den Ton, der sieht so aus, und den mache ich mir einfach auf die Grenze von den beiden. Ja, so sollte das aussehen. Perfekt. Und den mache ich mir auch hier so ein bisschen dahin. Tada! Augenöffner. Und jetzt habe ich sogar von Essence einen braunen Eyeliner hier. Nennt er sich Eyeliner? Bestimmt nicht. Long Lasting Eye Pencil. Und den benutze ich für oben und für unten. Ich male nur, also hier unten male ich nur bis da. Und hier mache ich das volle Programm. Und außen ein bisschen mehr. Ihr könnt ja einmal schauen, wie ich das mache. Ich zeige euch das. Als Mascara die letzten Reste aus meinem geliebten Sky High, den ich immer wieder 100-mal nachkaufen würde. Das ist aber pink, ne? Super schön, aber ein bisschen übertrieben. Ne? Ich nehme für den roten. Gut, dass ich zwei habe. Einmal pink, einmal rot. Ich glaube, ich nehme lieber rot. Das ist zu rot, ne? Ich mische mal beide. Vielleicht geht das auch. Achtung. Ja, ist jetzt perfekt, ne? Wenn Sie nicht die richtige Farbe haben, mischen Sie einfach. So, ich bin fertig geschminkt. Ich habe hier zum Schluss nur den Manhattan genommen und den Sky High, wie schon angekündigt. Und auf den Lippen konnte ich mich irgendwie nicht entscheiden. Dann habe ich beide Labellos genommen. Können meine Lippen gut gebrochen? Die sind nämlich ganz schön trocken, habe ich gerade wieder gesehen. Und dachte, na gut, dass du Labello nimmst und nicht irgendwie so ein austrocknendes Produkt. Das ist einfach schöne Pflege, und da merkt man so im Laufe der Zeit, ihr habt ein bisschen Farbe drauf, und die Lippen werden immer weicher und immer gepflegter. Jetzt sind die schon ganz anders wie vor 5 Minuten. Also das ist immer gut. Labello, Blau, nee, genau, Blau, Rot und Pink. Ihr wisst, was ich meine. So, das war mein Schminki, Drogerie-Schminki mal wieder. Ja, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere zu Hause oder kauft euch das nach. Jedenfalls waren das alles Produkte, die haben Spaß gemacht. Da war jetzt nichts dabei, was irgendwie doof war oder so. Würde ich jetzt alles so auch nochmal schminken. Und ja, dann bleibt gesund auf jeden Fall. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und dann einfach alles Gute für euch. Tschüss.